Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Ich spreche mit dem Professor heute darüber, wie Menschen reagieren, wenn sie künstlich in eine bedeutungslose Gruppe gesteckt werden und was das eigentlich mit Diskriminierung zu tun hat. Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was du in der Vorlesung auch mal vorgestellt hast, und zwar das Minimalgruppenparadigma. Magst du denn mal erklären, was das Minimalparadigma eigentlich ist? Das Minimalgruppenparadigma, ja, das ist eigentlich ein experimenteller Aufbau, ein Ablauf von einem Experiment, in dem man Menschen mehr oder weniger in völlig bedeutungslose Gruppen einteilt. Also wir können es gerne mal ausprobieren, zu Hause auch einfach mitdenken. Man ist Versuchsperson, man bekommt eine Mappe vorgelegt mit hübschen Gemälden, Bildern drin, vielleicht auch Zeichnungen und so weiter und soll die beurteilen. Ganz unabhängig dann von dieser Beurteilung teilt der Versuchsleiter die Menschen, die im Raum sind, auf in zwei Gruppen und sagt den einen, in meinem Beispiel, du bist Klee-Fan. Ja, du bist so ein typischer Paul-Klee-Fan oder in der anderen Bedingung, du bist ein Kandinsky-Fan. Du hast also bestimmte Präferenzen für die Malereien von einem Wassily Kandinsky. Und dadurch sind zwei Gruppen entstanden. So, man weiß von sich selbst, dass man Klee- oder Kandinsky-Fan ist und bekommt dann etwas vorgelegt, was wir in der Sozialpsychologie die Taschfell-Matrix nennen. Das ist der Erfinder Henri Taschfell. Ich nehme mal den französischen Namen, obwohl er ursprünglich mal Pole war, also in Polen geboren wurde, hat dann aber lange in Frankreich gelebt. Und eine Taschfell-Matrix, die sieht etwa so aus. Ich halte sie hier mal hoch. Ja, bin nicht ganz so geschickt damit. Das ist also eine Taschfell-Matrix. Und darin besteht dann die Aufgabe, kleine Geldbeträge zu verteilen, und zwar immer an ein Mitglied der Eigengruppe. Wenn ich also Paul-Klee-Fan zum Beispiel bin, dann würde ich einen bestimmten Betrag an die Paul-Klee-Gruppe, an ein Mitglied der Paul-Klee-Gruppe verteilen und gleichzeitig einen anderen Geldbetrag an ein Mitglied der Fremdgruppe, in unserem Beispiel also auch die Kandinsky-Gruppe. So, also die hängen sozusagen miteinander zusammen, diese beiden Urteile. Ich habe hier mal ein rotes Kreuzchen eingemalt. In dem Fall würde dann das Mitglied der Eigengruppe 14 Eurocent bekommen und das Mitglied der Fremdgruppe 11 Eurocent. Das ist dann die Entscheidung, die von diesen Versuchspersonen erwartet wird. Ja, das ist die Grundlage des Minimalgruppenparadigmas. Jetzt ist das ja eine sehr besondere Situation. Also im Alltag gibt es ja typischerweise nicht so unnatürliche Gruppen, sondern man ist irgendwie Gruppe der Goldfischzüchter, weil wir sind alle in dem Goldfischzuchtverein. Das ist ja schon ein bisschen komisch, oder? Ja, das ist also richtig und das ist eigentlich auch die Absicht. Ja, im Alltag gibt es Gruppen, wir kennen zum Beispiel die Gruppenmitglieder oder sie sind von besonderer Bedeutung und so weiter. Und hier hat man also versucht, eine Situation herzustellen, wo genau diese Voraussetzungen gar nicht gegeben sind. Zum Beispiel, man hat ein völlig unbedeutendes Kriterium, um die Gruppen einzuteilen. Im Alltag ist das unter Umständen durchaus bedeutend, ob man jetzt als Gewerkschaftsmitglied irgendwo sitzt oder als Vertreter der Arbeitgeber. Das ist ein stark bedeutsames Kriterium. Dann gibt es innerhalb dieses Minimalgruppenparadigmas keine Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern. Also die unterhalten sich nicht. Darüber hinaus sind die völlig anonym. Ich weiß zwar von mir, ich bin Paul-Klee-Fan zum Beispiel, aber ich weiß nicht, wer sonst noch hier dieser Gruppe zugehört. Wir haben auch keine Verknüpfung zwischen der Gruppenmitgliedschaft und der Bedeutsamkeit irgendwie, etwa der Einteilung von Ressourcen, wie ich das vorhin schon hatte, dass also die Arbeitgebervertreter ein anderes Interesse vertreten, zum Beispiel weniger Löhne zu bezahlen und die Arbeitnehmerinteressen irgendwie so sind, dass sie möglichst hohe Löhne bekommen wollen. Ich sage es mal jetzt mal so pauschal dahin. Auch das ist hier nicht gegeben. Und bei diesen Einteilungen auf der Taschfell-Matrix ist es dann auch so, dass kein persönlicher Nutzen entsteht. Also das haben wir ja auch in vielen natürlichen Gruppen, dass man einen Nutzen draus zieht, wenn zum Beispiel die Löhne erhöht werden oder sowas.
Jetzt sagtest du ja eben, die Versuchspersonen werden dann aufgefordert, in dieser Matrix Entscheidungen zu treffen. Wie reagieren denn dann die Menschen darauf, dass sie in diesem Minimalparadigma, also Minimalgruppenparadigma sich befinden? Ja, genau. Das ist ja das Spannende. Man will wissen, wie reagieren Menschen auf solche minimale Gruppeneinteilungen. Ursprünglich hat man wahrscheinlich auch mal gedacht, da passiert nicht viel. Man hat also eine Situation von völlig bedeutungslosen Gruppen und da werden die Leute auch irgendwie irgendwas kreuzeln da, wenn sie mit dieser Matrix konfrontiert werden. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir feststellen müssen, dass die Mitglieder der Eigengruppe tatsächlich auch bevorzugt werden. Dass man also die Belohnung so verteilt, dass ein Eigengruppenmitglied mehr bekommt als ein Fremdgruppenmitglied. Das ist nicht so extrem, dahinter gibt es noch irgendwie so eine Art Motiv, möglichst fair noch zu bleiben, fair zu urteilen. Das finden wir da. Und man kann auch feststellen, dass die Maximierung der Differenz zwischen den Beträgen, die dem Eigengruppenmitglied und die dem Fremdgruppenmitglied zugeschrieben werden, bevorzugt wird gegenüber der absoluten Höhe für das Eigengruppenmitglied. Also unter Umständen wird tatsächlich zum Schaden eines Eigengruppenmitglieds eher eine Verteilung gewählt von diesen Centbeträgen, die dazu führt, dass die Differenz größer ist. Also würde man zum Beispiel eher erwarten, dass die Menschen 16 Cent für die Eigengruppe und 11 Cent für die Fremdgruppe verteilen, als zum Beispiel 20 Cent für die Eigengruppe und 19 Cent für die Fremdgruppe, weil da die Differenz kleiner ist als im ersten Beispiel. Ja, wahrscheinlich hat man es gar nicht erwartet so, aber man kann das so interpretieren als eine Art Diskriminierung. Ja, die Fremdgruppe, das sind so die komischen Kandinsky-Typen da und mit denen will man nicht so viel zu tun haben, wie vielleicht so bei Nationen auch oder was wir an anderen Stellen finden, wo Diskriminierung auftritt gegenüber der Fremdgruppe. So finden wir das auch im Minimalgruppenparadigma. Ja, schon spannend, dass es funktioniert, ne? Ja. Aber jetzt wissen wir ja schon, was es ist und wie Menschen darauf reagieren. Magst du denn auch mal ein bisschen Kritik an diesem Minimalgruppenparadigma äußern? Ja, ich persönlich schon auch. Ja, aber in der Literatur wird es auch unter Umständen dann kritisch diskutiert, vor allem die Interpretation. Ist das schon Diskriminierung? Ist die Frage, ist das überhaupt so etwas wie Fremdenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Fremdgruppen und so weiter? Und da weiß man heute ein bisschen mehr, als man das damals so interpretiert hat, jedenfalls aus meiner Sicht. Es ist nicht notwendig, Feindseligkeit. Offensichtlich ist nicht die Feindseligkeit gegenüber der Fremdgruppe im Vordergrund, sondern gewissermaßen die Liebe für die eigene Gruppe. Also die eigene Gruppe wird sehr positiv gesehen und bekommt dann auch das Geld, und zwar genau aus diesem Grund. Man kann das ablesen etwa dann, wenn wir negative Beträge haben, wenn also abgezogen werden soll. Wer muss jetzt Cent abgeben? Die Eigengruppe, die Fremdgruppenmitglied? Dann verschwindet zum Beispiel der Effekt. Das wird so interpretiert, dass wir an der Stelle eigentlich Diskriminierung nicht unbedingt sehen. Zu Diskriminierung gehört eigentlich ein bisschen mehr der Literatur nach, zum Beispiel dann, wenn die Fremdgruppe die Eigengruppe bedroht, wie wir das zum Beispiel Kriegszeiten hatten, dass die eine Nation die andere bedroht und versucht, die zu okkupieren und so weiter, dann sollte es zu Diskriminierung kommen. Eine andere Situation ist auch eine Konkurrenzsituation zwischen Gruppen, wenn sie um Ressourcen konkurrieren. Das können wirtschaftliche Ressourcen sein, wie ich das vorhin schon genannt habe. Es können aber auch ideelle Ressourcen sein, wie zum Beispiel, wer wird deutscher Fußballmeister oder irgendwie sowas. Und dann konkurriert man sozusagen um diesen Titel und dann wird es auch zu Diskriminierung kommen, zum Beispiel zwischen dem Fanclub von Bayern München gegenüber dem Fanclub von Borussia Dortmund oder Leipzig oder anderen Mannschaften. Das ist so ungefähr der Stand. Okay, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du meine Fragen beantwortet hast. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, Judith. Und auch zu Hause allen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao.